Eine Elfe. Katie. Sie ist verschwunden. Oh, na, nein. Wir müssen sie einfach finden. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn hier los? Was macht denn das Einhorn hier? Also, das Einhorn, es steht hier und wir müssen seine Weihnachtselfe finden. Weil sie ist verschwunden und jetzt vermisst es sie ganz dolle. Was passiert? So ein Zufall. Ich muss jetzt auch wieder schnell los. Was war das denn? Elfen, die enthalten auch so magisches Ektoplasma. Und wenn du das damit einsprühst, dann werden die bei Vollmond sich. Sie muss die Elfe entführt haben. Wir haben sie entlarvt. Wir kennen ihr Geheimnis. In ihrem Haus haben sie eine Elfe eingesperrt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Oh nein, jetzt habt ihr mich entlarvt. Jetzt ist mein ganzer Plan kaputt. Da ist die Elfe, Katie, ja. Verdammt, da ist ja noch einer. Da bist du ja. Ist alles gut bei dir? Komm erstmal raus. Oh nein, du musst ja total frieren. Komm, wir gehen erstmal zurück in die warme Schule. Und dann erzählst du, was passiert ist, ja? Lass mich los! Komm auch gleich, ich muss eben den Abfall entsorgen. Ich hab meine Meisterin enttäuscht. Lass mich los! Was ist denn passiert? Also, ich habe gehört, dass es mehr Weihnachtselfen außer mir gibt und bin deshalb hier zur Schule gekommen, um euch zu suchen. Aber als ich dann gerade hier war, wurde ich gekidnappt von irgendeiner Hexe. Ich glaube, sie hat sich als Lehrerin getarnt. Und dann hat sie mich mit irgendeinem Zauber geschrumpft. Ich weiß auch nicht. Ich war plötzlich ganz klein, so wie jetzt, und konnte auch nicht mehr reden. Und dann hat sie mich in so ein blödes kleines Häuschen gesteckt. Ich weiß auch nicht, was das war. Und die ganze Zeit mit sich rumgetragen und ich konnte nichts machen. Keine Sorge, wir kriegen dich schon irgendwie wieder groß. Das wird alles wieder. Oh. Da bin ich wieder.
Wie sind die Lage? Also, sie da drin wurde sehr, sehr klein geschrumpft von einer Hexe und jetzt kriegen wir sie nicht mehr groß. Wir müssen sie wieder groß hexen, ja. Sofort. Und dabei brauchen wir ihre Hilfe, weil sie kennen doch so viele Leute. Sie müssen doch jemanden kennen, der da helfen kann. Ein Chemiker, Physiker, irgendwer. Ich glaube, ich hätte da schon eine Idee. Ja, dann holen Sie den. Ja, au! Los! Herein. Hallo Michael, ach, guten Tag. Du bist wieder. Ah, danke fürs Zurückbringen. Ja, ich fürchte, ich brauche noch mal deine Hilfe. Wie war das denn mit dem Zeug? Hat das denn funktioniert? Ja, aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Die Elfe wurde geschrumpft. Mhm. Wie das? Sie wurde verhext. Also, ich dachte, du als ausgebildeter Chemiker kannst vielleicht mir nochmal helfen? Da habe ich jetzt erstmal so keine Idee. Da muss ich, glaube ich, erstmal nachlesen, was da so geht. Mal gucken. Nur zu. Oligonukleotid, Sterylalkohol, schwierig, schwierig. Substituenteneffekte, Steroide. Du, ich glaube, da kann ich dir nicht helfen. Lass uns mal. Tja, naja, wir kriegen das auf jeden Fall zu. Vielen Dank, Michael. Ja, viel Erfolg. Wir schaffen das. Immer dasselbe mit dem Kerl. Es tut mir so leid, aber das kann wirklich nur die Hexe selber machen. Diese Elfe, Sie haben sie klein gezaubert und Sie sind die Einzige, die sie wieder auch groß kriegen können. Tun Sie das gefälligst. Ach, jetzt ist mein ganzer Plan sowieso kaputt. Los! Das dauert jetzt 2 Minuten und dann ist der Zauber wieder aufgehoben. Perfekt, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mir geholfen habt. Ohne euch wäre ich verloren. Das haben wir doch gerne gemacht. Aber wo ist jetzt eigentlich mein Einhorn? Das steht da draußen mit unserer dritten Elfe. Es war sie nur auf dich. Okay. Oh, ja. Nein!